Es ist die Party, mit der Luis Daniel Alegría allen zeigen will, Vamos ist zurück. Viele Gründer und Geldgeber der Berliner Startup-Szene hatten sein Unternehmen schon für tot erklärt, doch Alegría hat noch einmal Investitionen erkämpft. Jetzt präsentiert er das neue Vamos Version 3.0. Jetzt kann man Vamos als den Eventführer nutzen. Man muss nirgendwo sonst mehr schauen. Hier kann man Veranstaltungen finden und Tickets kaufen, egal wo man gerade ist. Die neue Version 3.0 zeigt nicht mehr nur weltweit Events an, sie sortiert und kategorisiert sie auch. Und Nutzer können die App jetzt auch personalisieren, sie also individuell auf sich zuschneiden. Das ist der Anfang von etwas Neuem. Wir haben 2 Jahre an unserem Produkt gearbeitet. Alles, was wir gelernt haben, all unser Wissen, haben wir in die neue Version gesteckt. Ich hoffe so sehr, dass jetzt unser Jahr wird, 2014, 2015, dass es wirklich abgehen wird. Im Herbst sah die Welt für Luis Alegría noch anders aus. Von zu Hause aus musste er arbeiten, weil er sich das Büro nicht mehr leisten konnte. Seine Mitarbeiter verließen ihn, ein Mitgründer stieg aus und kein Geld von Investoren. Ich bin zur Bank gegangen, um einen Kredit zu bekommen. Sie haben Nein gesagt. Also, wie bezahlst du deine Miete, deine Rechnungen? Es ist wie ohne Hoffnung sein. Du bist am Boden, fragst dich, funktioniert das überhaupt? Treffe ich die richtigen Entscheidungen? Du zweifelst an deiner Vorgehensweise, an dir selbst. Und dann stellst du dir die Frage, tue ich denn überhaupt das Richtige? Die Wende kam Ende 2013. Apple präsentierte Vamos in seinem App Store an prominenter Stelle. Mehr als 100.000 neue Nutzer. Und das zog auch neue Investoren an. Endlich konnte Alegría wieder ein Büro suchen und neue Mitarbeiter einstellen. Seit mehr als einem halben Jahr nun schrauben sie an der neuen Version ihrer App. Eine Sache, die für uns extrem wichtig war oder im Fokus stand, ist, die App sozialer zu machen. Also wenn du halt einfach ein schönes Event, ein gutes Event, ein spannendes Event auf Vamos findest, dass du es relativ einfach mit ein oder mehreren Freunden teilen kannst und dann auch im Prinzip in einer Art Unterhaltung gehen kannst, die Verabredung machen kannst, sagen kannst, wo du bist, wann du wo bist. Und das wird alles wesentlich einfacher werden mit Vamos jetzt. Neben den privaten Nutzern will Alegría auch Veranstalter von seiner App überzeugen. Eine Brunchparty. Essen, trinken und tanzen am Nachmittag. Walter Wegner ist der Veranstalter. Er nutzt Vamos, um für sein Event zu werben. User, die das benutzen und die eben mein Event sehen und meine Marke sehen und dadurch eben also dieses Branding einfach, die Marke im Kopf haben, was natürlich für so eine Veranstaltung, die sehr markenlastig ist, weil es ja nicht location-basiert ist, sondern immer mit der Marke in Verbindung gebracht wird, ein sehr großer Vorteil ist. Veranstalter achten darauf, wie viele Menschen man zu ihnen bringt. Wir kassieren pro Person, die kommt. Die Höhe hängt von der Veranstaltung ab. Ist sie beliebt, kassieren wir weniger. Ist es schwer, Leute hinzubekommen, dann kassieren wir mehr. Das ist ganz einfach für den Veranstalter. Alegría mit einem seiner neuen Mitarbeiter auf dem Weg zu Beratern. Von ihnen hofft er zu erfahren, wie er Vamos für Veranstalter attraktiver machen kann. Das Berliner Institut für Innovation hat für Alegría Veranstalter befragt und wertet gerade aus, was ihnen eine App wie Vamos bieten sollte. Die Ergebnisse können sie erst in 3 Monaten liefern. Heute gibt es nur kleine Erkenntnisse. Eine Veranstalterin, die Sie befragt haben, macht die Werbung nicht selbst, sondern sie arbeitet mit jemandem zusammen, der das für sie tut. Für uns ist es in diesem Fall also besser, nicht direkt auf sie zuzugehen, sondern zu der richtigen Person. Die Comeback-Party, der Launch von Vamos 3.0.
Luis Alegria verteilt auf Zetteln die Internetadresse, über die man Vamos auf sein Smartphone herunterladen kann. Er braucht jetzt jeden Nutzer. Wir haben keinen Plan B. Wir widmen uns Plan A zu 100%. Was wir tun, ist ein wenig verrückt, ja. Aber wenn wir nicht verrückt wären, dann hätten wir erst gar nicht angefangen. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg. Wie sehr User und Veranstalter die App nutzen, das werden die kommenden Monate zeigen. Und davon wird abhängen, ob Vamos der Durchbruch gelingt oder ob das Startup schon kurz nach dem Neustart wieder vor seinem Ende steht.